Herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars Skywalker Saga. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben, naja, wir sind immer noch in Teil 4, aber ja schon ein paar Level hinter uns. Läuft sogar mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn man sich mal ein bisschen genauer mit beschäftigt. So, haben wir hier noch irgendwas? Ein bisschen Geld sammeln, yo. Gut, Geld haben wir jetzt nicht mehr so die Probleme, auch wenn wir kaum noch was haben. Wir haben ja alles ausgegeben, aber es sollte sich relativ schnell wieder einsammeln. Wer hat sich einen Kaffee gemacht? Dann kriegen wir schon hin. Wer hat sich einen Kaffee gemacht? Kaffee ist immer gut. Ja, ich will ja auch in die Kantine. Das wollte ich im Level schon. Da kommen wir ja nicht rein. Ja gut, irgendwann schon. Ich glaube, das lohnt sich hier jetzt aber auch nicht, irgendwie alles kaputt zu dämmern, weil ich sehe hier auf der Minimap nichts großartig, was man einsammeln könnte. So, wir müssen auf jeden Fall da lang. Ich meine, da stehen Sturmtruppler, wir laufen hier im Lichtschwert durch die Gegend, denen fällt nichts auf. So muss das. Alle Gehirn manipuliert. Er sagt, die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorn. Aber dazu müssen wir an Wachleuten vorbei. Ja, wenn es weiter nichts ist. Hier, komm mal her, E2, R2, E2 allein schon. So, erstmal den da. Setz dich mal richtig zusammen, mein Freund. Den erstmal den äußeren. Was falsch? So, wunderbar. Fantastisch. Die Traktorstrahlsteuerung ist hier entlang. Okay, warte mal. Sie dürfen mich nicht sehen. Dabei sollten mir meine Jedi-Kräfte nützlich sein. Beeinflussen. Okay. Hui. Okay, das funktioniert nicht. Den einfach runterspringen lassen. Wäre ja zu einfach, ne? Panik vielleicht? Okay, der ist so panisch, dass er gleich seine Kollegen mit wegballert. Oh. Zumindest schon mal ein Stückchen. Vielleicht ablenken. Kann ich da so durchlaufen? Wir brauchen mehr Truppen. Verstanden. Okay, so viel zum Thema. Sie dürfen mich nicht sehen. Hat nicht so funktioniert wie gedacht. Aber ja, hau mal deine Kollegen um. Bringen wir alles hin. Machen wir es eben so, auf die altmodische Art und Weise. Du hier wird nicht weggelaufen, mein Freund. Wunderbar. So. Wir müssen auf jeden Fall einmal zu der C3PO weg sehen. Wir müssen einmal hier ran. Sehr schön. Gut, da haben wir nur eine Kanone. Dann nehmen wir mal die Kanone. Wir müssen wahrscheinlich einfach nur... irgendwie... hier unten? Oder das da? Nein? Worauf müssen wir denn schießen? Wofür ist denn die Kanone hier gut, wenn ich mal so fragen kann? Aber weiter komme ich nicht. Okay, bringt mir jetzt nicht viel, ehrlich gesagt. Ne? Nö, verlassen, okay. Zurück, mein Freund. Muss wahrscheinlich einfach nur hier rüber. Dann frage ich mich, dich wollte ich nicht. Wozu die Kanone gut ist. Kommt vielleicht auch erst wieder. Aber mal gucken. Nee, warte mal, hier bin ich verkehrt. Er zeigt aber wieder hier hin. Du mich jetzt verarschen? Warte mal. Okay, jetzt ist die. Nein, da wollte ich hin. Jetzt brauche ich den noch einmal. Jetzt kann ich reinschießen, ne? What's up, net? Okay, immer noch nett. Probieren wir mal mit ihm herein. Geht, glaube ich, nicht, ne? Aber ich probiere es mal. So ein tiefer Abgrund. Lord Vader sollte die Sicherheit hier mal überdenken. Ja, ich glaube, Vader schert sich einen Scheiß um Sicherheit. Solange die Leute nach seiner Pfeife tanzen. So,
So, Traktorstall ist erledigt, aber... Eine Präsenz, die ich zuletzt spürte, als... Nein, das war's nicht. Ja, das ist... Nein, ich weiß nicht. Aha! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Da sind wir. Ihr fliegt mit dem Ding? Ihr seid mutiger, als ich dachte. Reizend. Kommt. So! Was ist das? Da sind sie. Schnell sie ab. Geh zurück zum Schiff! Ah, nicht schlecht. Herrlich, herrlich. Okay. Der Funke muss hier irgendwo sein. Was ist los? Okay, wir sind wieder im Level. Hör auf zu schreien! Es ist Ihr Morgen! Geht auf das Ziel! Was war das gerade? Ich wollte doch erstmal die da. Sehr schön. Das erledigt. Sieht so aus. Okay, warte mal. Erstmal Geld einsammeln, bevor es versündet. Sehr schön. Jetzt stecken wir jetzt auch wieder im Level. So, hier müssen wir weiter. Warte mal. Das explodiert mit Sicherheit. Oder? Jo, war klar. Kennen wir ja schon. Immer schön versteckt, ne? So, Silber haben wir schon fast voll. Thema Kuchen. Ich bin allergisch gegen Wookies. Erledigt sie! Allergisch gegen Wookies? Ich wette hier gleich. Entschuldigung, Chewbacca. Entschuldigung. So geht's natürlich auch. Sehr schön. Oh, Moment. Wir wollen ja hier keine Schäden hinterlassen, ne? Da sollen wir einmal kurz halt aber erst Geld einsammeln. Was geht vor? Geld geht vor? So, sehr schön. Silber haben wir voll. Wunderbar. Ah, klar. Ja. Weiß ich. Das wissen wir mitzwischen. So, komm, blau haben wir auch schon die Hälfte voll. Hier können wir auf jeden Fall noch was bauen. Warte mal. Da. Ich meine, es bringt zwar jetzt nicht viel, die Dinger zu reparieren, aber nun, häng da nicht fest. Es gibt Geld. Und Geld geht vor. So, hier brauchen wir erstmal die Karte, um hier reinzukommen. Hier genauso. Das heißt, wir müssen erstmal hier weiter. Ah, 1 und 3. Alles klar, die müssen wir erledigen. Ist hier das Kaffee? Das Kaffee. Kaffee gibt's hier nicht. Schon mal gar nicht für die Bösewichte. Die Jungs sind schwer bewaffnet. Und ich dachte schon, denen wären die Sturmtruppen ausgegangen. Na, das kriegen wir schon hin. Alles kein Problem. Genau. Da war es noch einer. Sehr schön. Chewbacca, bitte weg da, das Ding explodiert. Chewbacca! Er geht nicht weg, okay. Der Schlauste ist der Junge nicht. Aber gut. Wie, du lebst noch. So, das Ding wäre auch erledigt. So, mein Freund, jetzt bist du lang genug weggerannt. Jetzt haben wir dich. Danke. Ich hab sie. Los, Chewie, wir gehen. Genau. Chewie, verprügeln ihn erstmal. Chewie. Gut, dann mache ich eben mit.
So, nehmen wir die Karte wieder mit. Sehr schön. Die bauen wir natürlich auch noch einmal zusammen. Gibt immerhin Geld. Wunderbar. Ah, guck, hier sind wir auch schon beim Liedernbereich angekommen. Wunderbar. Irgendwie gibt das echt noch mehr extra Geld. Das gibt fürs Zerstören Geld und fürs Zusammenbauen auch noch mal. Sehr schön. Aber wir brauchen die Karte. Und zwar hier. Das kriegen wir schon hin. So, einmal rin. Geht der auch auf? Nein. Schade. Wenn Sie eine Delle in den Fall gemacht haben, bringe ich das Imperium eigenhändig zu Fall. Glaub mir, Junge, bei dem Ding fällt eine Delle nicht mehr auf. Hahn? Hahn, hörst du mich? Wir kriegen diese Tür nicht auf. Wir brauchen deine Hilfe. Verstanden. Warte kurz. Ja. Hängen wir schon hin. Ich muss noch mal kurz was beiseite schaffen. Sehr schön. Wunderbar. So. Geld gibt's hier ja jede Menge, ne? Wenn man jetzt mal weiß, wie. So, die reale Technik ist viel zu kompliziert. Am besten einfach draufhauen. Ja, genauso sehe ich das auch. Den klappt dann schon. Wäre nicht zu empfehlen, es privat auszuprobieren. Nur mal so nebenbei erwähnt. So. Damit kriegen wir die Tür auf. Was ist denn das? Kurzer. Irgendwie, ja, müssen wir rausziehen. Weiß ich. Eins nach dem anderen. Ich will mich hier nur einmal kurz umgucken. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. So, haben wir hier noch irgendwas? Das geht doch bestimmt auch noch weg, oder? Jo, gut, war leider kein Geld drin. So, was haben wir hier noch? Nix, alles klar. Wir müssen da weitermachen. Einmal schnappen, einmal rausziehen, ist es doch nicht. Oder auch doch, gut. Okay, Shui, wir brauchen mal dich. Einmal ran da. Okay, geht's jetzt mit Luke und Leia weiter? Sieht's aus, okay. Keine Prinzessin, keine Belohnung. Also sei vorsichtig. Ganz Sorgen. Zieh mal, Lady, zieh mal. Okay, Robin, da ist wieder Besuch. Sie auf, sofort! Mach sie fertig! Ja, immer mit der Ruhe. Lass dir nicht entkommen. Okay, die bauen echt von alleine wieder auf. Okay. Alles halb so wild. So, der wäre schon mal erledigt. Mein gutes Geld, Mensch. Das können wir aber auch nicht alles hier liegen lassen. So, wir machen es jetzt mal anders hier. So, wir haben jedenfalls voll. Jo. Machen wir es eben so, kriegen wir zumindest das Geld mit. Ey, pass auf, wo du hinschießt. So nennt mein Freund. Da noch mehr, okay. Kommen die noch einmal her. So nett. Sehr schön. Oh, warte, warte, das bauen wir gleich wieder auf. Alles kein Problem. Schade. Ja, ich weiß, du bist ein Gegner, aber hier liegt Geld, Mensch. Du machst einen Abflug hier. So, wo leer hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Sehr schön. So, jo, ein bisschen mitnehmen, alles kein Problem. Das Ding, ich glaube, das Ding können wir gar nicht mehr öffnen. Sturmtrupper-Kostüm haben wir ja gar nicht. Aber mal gucken. Aber Guggen, wir müssen auf jeden Fall da lang, wenn ich mich nicht täusche. Oh, warte, 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 warte. Da hau ich jetzt nicht rauf. Da schießen wir rauf, genau. Sehr schön. Da sind ja schon wieder welche. Warum liegen ständig alle her? Und pausenloser Nachschub. Gut, aber nochmal zusammenbauen bringt, glaube ich, auch nichts. Nein, den kann ich nicht mehr nutzen. Okay. Aber hier kann ich, ne? Ich glaube, die habe ich aber auch schon mal. Mal kurz ausprobieren. Gibt ja nur einmal Geld. Oh gut, den hatte ich noch nicht.
Sehr schön. Da kommen wir auch nicht durch, oder? Dafür brauchen wir irgendwas. Dafür brauchen wir eine imperiale Zugangskarte. Ja. Alles kein Problem. Wir gehen erstmal hier lang. Finden wir schon. Da ist bestimmt wieder was Rotes zwischen, oder? Diesmal nicht. Okay, also Geld nehmen wir trotzdem. Sehr schön, sehr schön. Ach, ihr schon wieder. Tut mir leid, Luke, aber den halt dein Hintern nicht in meine Schusslinie. Ich glaube, ich habe ihn aber noch erwischt. Halt, Prinzessin! Hier ist für euch Endstation. Ah, glaubst du? Glaubst du? Ihr werdet nie entkommen und diese Schlüsselkarte nie kriegen. Ich weiß schon, wie ich rankomme, mein Freund. Wie können wir das Feld deaktivieren? Die Schaltkonsole. So eine haben wir benutzt, als wir als Sturmtruppen verkleidet waren. Genau das wollte ich sagen. Genau das wollte ich sagen. Oh, mal her damit. So. Da liegt der Helm. Mach mal Schotten auf. Da? Keine Chance, wunderbar, dass zwei Rebellen ein imperiales Kraftfeld deaktivieren. Glaubst du, mein Freund, glaubst du? Warte mal kurz ab, das haben wir gleich. Oh, Helm haben wir auch schon. Mir fehlt noch die Brust. Ah, gut, vielleicht geht's auch ohne Brust. Mal ausprobieren. Nein. Okay, wo haben wir die Brust? Das ist eine gute Frage. Oh, hallo. Gib mal deine Brust her, bitte. Ja, auch einen Helm liegen gelassen. Da, okay, den habe ich nicht gesehen. Sehr schön. Wunderbar, jetzt sollte es gehen. Jetzt haben wir ja ein komplettes Kostüm. Ja. Sehr schön. Links, unten, links, oben. Okay, haben wir es nicht schon mal? Links, unten, links, oben. Oh, oh. So, die Karte hätten wir auch. Sehr schön, nehmen wir gleich mit. Dim. Also haben die doch eine wichtige Funktion. Das ist doch auch für irgendwas gut, oder? Nö. Ist nicht, okay. Wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Hör, der Automat geht hier aber auch nicht, du. Ne, den imperialen Sturmtruppen gönnen wir gar nichts. Überhaupt nichts. Oh, renn damit. Hier bräuchten wir Ezo, den haben wir auch nicht dabei. Der ist ja bei Obi-Wan. Oder? Ja, haben wir nicht. Gut. Na, so kriegt man die Tür natürlich auch auf, indem man einfach rausschießt. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Da ist kein Schloss dran. Sie werden durchkommen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Rüstung sich verbraucht. Ja. Moment. Von wo schießen die denn? Und da, okay. Warte mal. Entschuldigung? Ich habe gerade nicht gesehen. Ich glaube, Luke hat mich erschossen. Boah, jetzt muss ich mal kurz gucken. So komme ich natürlich nicht weiter. Ich glaube, ich muss... Ne? Okay. Nicht? Soll ich denn hier weiterkommen? Muss ja irgendwie hier die Brücke oder so. Verzieht euch da mal. Genau, da habe ich doch eben gerade drauf geschossen. Aber okay. Ziehen. Jetzt. Viel Glück. Das hatte ich eben schon gemacht, aber ist klar. So, das ist Nummer 2, ne? Ja. Ich hoffe, dass ich den anderen nicht schon irgendwo übersehen habe. Ich vermute mal, das ist eine dieser Herausforderungen. Aber vermutlich habe ich ihn irgendwo übersehen. Ben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst.
Lauf, Luke, lauf! Nicht übel, meine Rettungsaktion, hä? Huh? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Wir haben es noch nicht überstanden. Okay, okay. Aber wir wissen ja, dass Obi-Wan zu so einer Art Machtgeist aufgestiegen ist. Er hat sich absichtlich töten lassen. Oh, eine fabelhafte Rettung. Freies Spiel freigeschaltet. Sehr schön, sehr schön. Das müssten wir eigentlich haben. Jo, Warajidi. Sehr schön. Wunderbar. So langsam sammelt sich wieder ein bisschen Geld an. Zumindest mal wieder 300.000. So, Herausforderungen haben wir keine. Wie gesagt, ich glaube, eine von denen waren dieser kleine Roboter. Irgendwie habe ich eine übersehen. Minikits haben wir auch keine. Zu tun gibt es noch viel. Charaktere, Schiffe. Ja gut, den Captain vom Imperium haben wir freigeschaltet. Und Sturmtruppler Imperium Commander. Und den Imperius Fortune natürlich. Wir müssen diese Informationen sofort zum Rebellenstützpunkt auf Yavin 4 bringen. Da müssen wir hin. Was für Informationen sind das genau? Für nur einmal kurz dahin. Unterlagen vom Todesstern. Ich hoffe nur, dass uns die Analyse dieser Daten eine Schwäche aufzeigt. Klingt kompliziert und war nicht Teil unserer Abmachung. Sobald ich mein Geld habe, bin ich weg. Wegen eurer Belohnung braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn es euch nur um Geld geht, sollt ihr auch nichts weiter kriegen als Geld. Gut, den Stone haben wir. Ich wollte einen Stone hier mitnehmen. Warte mal, den. Wollen wir in diese Richtung hier gehen? Genau. Und Rinder, der große Tempel. Da gibt es insgesamt 26 Steine und eine Datenkarte. Naja, ob ich die finde, das ist noch eine andere Frage, ne? Aber erstmal hinter. Gut, der Anfang vom Spiel war ein bisschen schwierig. Ich muss auch sagen, ich war am Anfang ein bisschen schlampig. Ich musste ja erstmal reinkommen, weil das halt komplett anders funktioniert als andere Legespiele. Hab ich am Anfang nicht mit gerechnet, aber ich versuche jetzt die Level ein bisschen genauer. Mache ich ja auch schon die ganze Zeit. Aber man kriegt trotzdem nicht alles mit. Ist wahrscheinlich aber auch Absicht, damit man später im freien Spiel mit anderen Charakteren nochmal ordentlich absucht. Sehr schön, sehr schön. Jetzt sind wir beim Rebellenstützpunkt. Ein bisschen gammelig hier. Ich habe neue Tipps für euch. Deine Tipps konntest du dir in die Haare schmieren, mein Freund. Schön, dass ihr noch am Leben seid. Geht schnell in den Kommandoraum. Weltraum über Hut, Weltraum über Ender, der große Tempel. Hier lang bitte. Sie warten bereits auf euch. Ja, gut, hier kann ich Schiffe rufen. Schnell, alle beschäftigt. Die Prinzessin kommen, bitte seid alle beschäftigt. Okay, ich glaube, hier draußen sehe ich jetzt aber auch nichts. Werden die Datenkarten eigentlich auf der Karte angezeigt? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie damals auf Tatooine gesehen habe. Nur die Steine, glaube ich, ne? Obwohl, Steine haben wir eine ganze Ecke. Da können wir jetzt eigentlich auch mal reingucken. Also bei den Verbesserungen, meine ich. Weil, jetzt haben wir den Stein, den wir wollen. Das wären 25.000. Du kostest 15 Steine, wir haben 66. Das ist der... Aktuell haben wir 10% schneller sprinten, die nächste Stufe wird 30%. Aber wir brauchen eh alle drei, um mal dann runterzukommen. Ne? Konterkeys, schneller bauen. Ich glaube, ich mache das Stück für Stück. Erstmal der hier. So, die nächste Stufe wird 40% schneller sprinten. Dafür brauchen wir wie viele Steine? 20. Wir haben noch eine 50. Wunderbar. Du kannst schneller sprinten, während du die Galaxis erkundest. Lauf ohne Unterbrechung. Oder drück einen linken Stick, um mit dem Sprinten zu beginnen. Okay, hör, geht das nicht? Schneller bauen, dafür brauchen wir 5 Steine und 10.000. Können wir auch noch machen. Das haben wir noch. So, 50% schneller bauen. Warum nicht? Können wir auch noch. Was soll der Geiz? Wir haben das Geld. Und wir haben noch 16 Steine, brauchen 15 für die letzte Stufe. 75% schneller bauen. Sehr schön. So, jetzt haben wir nur noch einen Stein, dafür können wir nichts nennen. Nee, gut. Aber jetzt ist schon mal ein Anfang. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein Pläne angucken und so. Das wählen wir gleich noch. Warte mal. Achso, da kann ich mitfahren. Okay. Okay, warte mal. Ich sehe hier jetzt ehrlich gesagt... Karte scheint es ja auch keine zu geben. Oder? Reisen, Karte anzeigen. Weltraum. Nee, Karte vom großen Tempel wollte ich haben. Zeigt er mir aber nicht an. Wollt ja nicht reisen. Wollt ja nur die Karte anzeigen. Karte anzeigen ist X. Der große Tempel. Das ist hier. Karte anzeigen.
Warum das gleich so? Ah, doch, hier sind zwei Steine, okay. Das ist die Landeplattform und das ist ein Feind, okay? Gerücht. Datenkarte, doch, die wird angezeigt. Kann ich das irgendwie markieren? Nach oben schließen, Ebenewerk sind Zielort festlegen. Warte mal, das will ich mal gucken, ob ich da jetzt hinkomme. Diese Richtung irgendwo. Warte mal, das will ich jetzt wirklich einmal kurz gucken. Weil die Datenkarten sind ja nicht so ganz unwichtig. Irgendwo da. Bin ich hier mal verkehrt, oder? Ja, hier bin ich verkehrt. Ich muss da irgendwo rauf. Da oben. Aber wie soll ich denn da raufkommen? Gibt es da noch irgendwo einen anderen Weg hoch? Mal gucken. Man ist ja leicht verwirrend hier, ne? Hier ist kein Weg. Mal gucken, ob es irgendwo ein Treppenhaus oder sowas gibt. Man muss ja irgendwo... Das ist das, wo ich eben war, ne? Da komme ich da oben, oder? Vielleicht mal hier gucken. Warte mal. Da komme ich auch wieder hier rauf. Aber vielleicht... Warte mal. Vielleicht komme ich von hier. Das wäre schon sehr schön. Nö, hier komme ich höchstens noch her. Von hier komme ich auch nicht dahin, oder? Weil die Datenkarte muss hier irgendwo sein. Nee, die Datenkarte war definitiv nicht da draußen. Hier muss sie irgendwo sein. Irgendwo hier. Was zeige ich da wieder runter? Okay. Ah, das habe ich vorher nicht gesehen. Der zeigt mir den Weg. Okay. Aber die Datenkarte war doch nicht unten. Die habe ich doch oben gesehen. Und zwar eindeutig. Oder bin ich jetzt so komplett falsch gelaufen? Das habe ich nicht gesehen, okay. Dass man da hochkommt. Hier ist sie. Sehr schön. Wir haben die nächste Datenkarte. Alles klar. Den wäre... Mal kurz googeln. Die nächste Verbesserung, die wir uns holen. Ich muss kurz gucken, was es kostet. Du sollst da nicht wieder rausgehen, mein Freund. So, das nächste wäre dann wahrscheinlich mal 4 Steinchen. Dafür brauchen wir eine Datenkarte. Eine Datenkarte haben wir. Wir brauchen auch ein... Gut, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wir brauchen 2 Millionen. Die müssen wir erstmal zusammenkriegen. Na gut, wir kriegen jetzt doppelt so schnell Geld zusammen, aber es dauert ja trotzdem ein bisschen. Alles klar. Den sparen wir als nächstes erstmal darauf hin. Kriegen wir aber hin. So, zeigt er mir jetzt wieder den richtigen Storyweg an? Ich glaube ja, ne? Ansonsten ist hier oben aber auch nichts, oder? Bevor ich jetzt runterspringe. Nö. Alles klar. Gut, dafür brauchen wir entweder Jedi oder Bösewicht. Wir haben gar nichts zum Bein gerade dabei. Nein? Ah, guck, das wäre auch wieder was fürs freie Spiel. Wir gehen erstmal hier hoch. Folgen jetzt erstmal den richtigen Weg. Sprinten ist auch schon mal deutlich schneller, aber ja. Sehr schön. Oh, der springt hier aber auch manchmal so zickzack hin und her, nicht? Gut, bis wir die 2 Millionen jetzt zusammen haben, dauert eine Weile, aber wir haben jetzt zumindest schon mal den Doppelstein. Noch höher, okay. Oh, das ist ein Weg hier, du. Ihr alles habt klar. Die Pläne? Wir müssen sie sofort analysieren. Jo, das werden wir auch tun, mein Freund. Aber allerdings in der nächsten Folge, für heute sind wir dann am Ende. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Morgen geht's hier weiter. Möge die Macht mit euch sein. Tschüssi!